Jö, dann mal rein da. Zing. Goblinwacht. Die verwitterten Mauern dieses alten Bergfriedes schützen die Gebäude eines verlassenen Hofes. Ein leiser Ton wird von den Stufen herüber, die unter die Bergbefestigung führen. Zing. So, Hey, dann wo sind wir? töten wir mal Goblins. Und wir sind in der Goblinwacht. Auch wenn die Ratten sind. Warm. Sehr komische Geräusche. Sind das die Goblins? Heyo, Goblins. Wir haben gar kein magisches Auge an. Waha. Oh, ein paar mehr Goblins. Ein paar mehr Goblins. Ah, es geht. Das geht, das geht, das geht. Komm schon. Der Blaue muss weg. Der Blaue muss weg. Irgendwie ist das mit dem Treffen noch so eine Sache. Wir brauchen unbedingt Zauber, die immer treffen. Du. Heilung. Ah, da fällt mir auch gerade auf, ich habe Siegen vergessen. Für die beiden. So, das holen wir gleich nach. Du. Segen für sie. Kommst mit, stirbst. Was in dem Rest von euch? Seid ihr angeschlagen oder? Ach so, ihr seid bloß nicht in die Ecke gekommen. Angriff! Angriff! Ihr seid geflohen. Genauso wie du. So, was haben wir hier Schönes? Nix. Nix. Kiste. Du hast es. Ja, Schlösser knacken hat sich definitiv gelohnt. Nix. 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 Ganz schön viele Zongs hier. Ich Kiste. hab's. Da könnte ruhig auch mal was anderes drin sein als nur kleine Haufen Gold. Zum Beispiel große Haufen Ich Gold. hab's. Oh, was haben wir hier? Ich weiß nicht. Aha. Panzerhandschuhe kommen weg. Du kommst zu ihr. Code der Goblinwacht. A, B. Ach du gute Güte. Ja, den brauchen wir wohl, um tiefer hier reinzudringen. Was ich eigentlich auch will. Unser Auftrag ist ja eigentlich nur hier reinzukommen, diesen Code zu holen und wieder abzugeben. Aber das war jetzt nicht so wirklich schwer bisher. Ich meine, wir sind hier rein, sind 15 Meter vielleicht gegangen und hatten das Ding. Das heißt, wir gehen jetzt kurz raus. Können hier nicht schlafen, weil irgendwo noch Gegner sind. Okay, das sollten wir ändern. Stirb! Und du warst leer, okay. Zing, zing. Also, schlafen, neu buffen, wieder rein. Und versuchen mal, wenn ich irgendwo diesen Code anwenden kann. Goblins. Ich sollte vielleicht doch nicht genau vor der Goblinwacht schlafen. So. Prügel sie wach. Sehr schön. Irgendwo ist noch einer. Bestimmt hinter der Mauer. Hallo. Oh, zwei sogar. Talana schläft den Schlaf der Gerechten. Oder sowas in der Richtung. Schlafen, schlafen. Sehr gut. Also, wir hätten gerne Auge. Wir hätten gerne Segen. Wir würden gerne rein. Dann hätten wir gleich gerne nochmal einen Segen. Und zwar für dich. Und für die anderen beiden eigentlich auch noch. Bei denen ist es zwar nicht ganz so wichtig, weil ich nicht sicher bin, ob das bei den Zaubern wirkt oder nicht. Aber wenn später die Zauberpunkte alle sind, dann können sie wenigstens im Nahkampf noch ein bisschen was reißen. Keinen einzigen Move bisher. Von der Gruppe. Ja, die wechseln sich alle taktisch mit dem Schaden nehmen ab. Sehr kluge Goblins. Oder so ähnlich. Ah, erster Tod. Zweiter Tod. Ach, du bist gar nicht angeschlagen, ne?
bist angeschlagen. BCG. Ah, hier ist der Code, okay. Da ist noch mehr Zeug. Jo. Oh, komische Fledermaus-Dinger. Du bist eine Rüsselfledermaus. Ja, ein Blutsauger, okay. Rüsselfledermaus klingt aber passender. Geh weg. Wenn mich normale Fledermäuse schon krank machen, will ich nicht wissen, was die Viecher da verursachen. Kaputt Nummer 1. Kaputt Nummer 2. Nicht blutsaugen. Und Zauberpunkte sind aus. Wir brauchen unbedingt einen neuen Stufenanstieg. Also wegen Trefferpunkten und Zauberpunkten. Aha. Langdolch. Stimmt, da fällt mir auf, sie hat gar keine Waffe. Sie Nein. kann auch keine Waffen benutzen. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Ha? Okay. Gold, Gold, nichts. Und ein ominöser Knopf. Du gib mal ihren Trank. Mach einen neuen Trank und gib ihn ihr. So. Damit wir wenigstens etwas an Zauberpunkten haben. Ratten. Nein, nein, falsch. Ratte. Hätte ich mir die beiden Zaubertränke auch sparen können. Okay, hier sind vielleicht noch ein paar mehr. Jo. Aber das sind keine Ratten. Oh, eine Kiste. Kommt mal raus da. Ich brauche mehr Platz zum Rückwärtslaufen und Schießen. Ich wollte nicht rauskommen. Okay, dann halt auf die harte Tour. Die harte Tour ist nicht gut. Die harte Tour ist nicht gut. Wir haben vielleicht keine Flaschen mehr. Geschafft. So, komm schon, ein, zwei töten. Einer ist tot. Wow, okay. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Daraus. Schlafen und bitte nicht überfallen werden. Sehr gut. Auge, Segen, rein da. Nimm. Genau, hier hin. Kommst mit. Hier ist falsch. Da kommen wir her. Hier ist richtig. Genau. Zwei Goblins, das ist schon mal gut. Nicht die ganze Gruppe, sondern nur ein paar schwache Mitglieder. Der flieht. Du fliehst. Alles gut. So, Kiste. Ich hab's, ich weiß nicht. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Das ist gut. Das könnte was Schickes sein. Andere Seite. Ratten. Ratten, die ebenfalls nicht um die Ecke wollen. Oh, krank. Oder Gift. Ich denke aber eher krank. Weg von euch. Wirklich gar nichts. Du bist krank. Rot, gelb ist ein Schutzzauber und kein Krankheitstrank. Das war im siebten Teil so ärgerlich. Na gut. Hilft nichts. Wir probieren mal den Code aus. Goblinwacht. Also. A ist eine Falle. B öffnet Tür 4 und schließt Tür 5. Also wir wollen zuerst Tür 1 öffnen. Das wäre N. Dann wollen wir Tür 2 öffnen, wäre I. Also N-I. Und ich sollte das Mausloop-Dings ausmachen. N-I. So, jetzt brauchen wir 3 und 4. 3 bei H.
H öffnet Tür 3, schließt Tür 2, das ist nicht gut. L öffnet Tür 3, schließt Tür 4, das ist gut. L ist nächstes. Und dann B. L, B. L, B. Jetzt brauchen wir Tür 5 und 6. Du kannst aufhören, zu sagen, Gerogan. O, G. O, G. Tada, damit müssten wir durch sein. Ja, jup, sehr schön. Mehr Ratten, die uns krank machen könnten, was viel Gold kostet und wir keine Träge für haben. Ganz zu schweigen davon, dass wir ganz zurück zum Tempel laufen müssen und nicht einfach vor dem Tor rasten. Au. Rüsselfledermäuse. Das müsste doch bald mal Level bedeuten, oder? So viele Gegner, wie wir schon geschüttelt haben. Gucken wir gleich mal. Weg mit euch. Weg, 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 weg mit euch. Komm schon, doofe Ratte. So. Ja, zwei Level sind da schon. Myrum und Lay brauchen nur noch ein ganz kleines bisschen, denke ich mal. 148. Oh, okay, ein bisschen mehr vielleicht. Das sollten wir noch versuchen hinzubekommen. Und die nächste ist krank. Oh, es sind ein paar mehr. Komm, 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 komm. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Sind die Bögen kaputt oder warum schießt die nicht? Ha, einer tot. So, die schießen nicht, weil sie zu nah dran sind. Und weil Myrrhe mit bloßen Fäusten auf die einprügelt. Das könnte auch erklären, warum das Ganze nicht so gut läuft. So, 12 Erfahrungspunkte. 103. Ich denke nicht, dass wir 103 noch so einfach zusammenbekommen, ohne dass wir riskieren, dass jemand stirbt. Oh, einen Ring gefunden. Da ist noch ein Rüsselding. Da war noch ein Rüsselding. Und hier ist überhaupt nichts. Komischer Obelisk. Oh, und ein Loch runter. Ich denke, da sollten wir nicht runterspringen. Und schon gar nicht, wenn wir zwei kranke Leute dabei haben und keine Tränke und überhaupt. Also gehen wir erstmal zurück in die Stadt. Heilen die beiden. Geben den Auftrag ab, gehen zur Akademie, bekommen da unser Level, dann versuchen wir in dem Gemischtwarenladen hier am Eingang ein paar Tränke zu bekommen, also leere Flaschen eigentlich nur, und dann können wir da mal runterspringen. So, Reihenfolge wäre da oben hin. Unterwegs ruhig nochmal nach ein paar NPCs suchen. Handel. Schön, dass du da bist. Betteln. Nein, die Händlerin will nicht mit uns reden. Können wir behilflich sein? Heilen. Heilen. Möge das Glück mit dir sein. So, Schritt 1. Schritt 2, Aufgabe abgeben. Können wir aber erst, wenn wir geschlafen haben, weil es momentan noch zu früh ist. Gepäck, Zimmer. Und da ist ein Rathaus, das hat sehr spät auf. So. Ich brauche deine Hilfe. Goblinwacht. Ja, danke, dass du diese Kleinigkeit für uns herausgefunden hast. Kleinigkeit? Also wenn ihr es selber nicht schaffen konntet, kann es ja keine Kleinigkeit sein, oder? Hier ist dein Gold, 2000. Wenn du willst, kannst du nach Goblinwacht zurückkehren, um den Rest der Monster zu erledigen. Wir können dir nichts bezahlen, aber du darfst alles behalten, was du findest. Das klingt gut. Was haben wir hier?